Hallo Yu-Gi-Freunde und willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Yu-Gi-Oh! Spotlight. Ich bin Dirk. Ich bin Robert. Und heute heißt es Böse Bans und Richtigstellung von Regelungen. Wir reden über die neue Bandlist und die neue Master Rule 2020. Viel Spaß. Viel Spaß. Trader. Mit uns hast du gute Karten. Beginnen wollen wir das Spotlight natürlich üblicherweise wieder mit der Auflösung unseres letzten Gewinnspiels und dieses Mal freuen darf sich Randy Orton. Herzlichen Glückwunsch! Aber auch in dieser Woche haben wir wieder einen super Preis für euch in der Verlosung. Wir haben wieder 5 OTS-Packs. Genau, die verlosen wir unter allen Teilnehmern, die Folgendes tun. Die schreiben einmal einen netten kleinen Kommentar, die liken dieses Video und abonnieren natürlich auch den Kanal. Genau. Und dann drücken wir natürlich allen Teilnehmern die Daumen. Viel, viel Glück. Viel Glück. Ja, beim letzten Mal habe ich ja mit Jana zusammen und heute bist du ja mal zu Gast wieder. Genau. Genau, letztes Mal habe ich ja mit Jana mir mal das neue Set Dual Overload angeguckt und ja, die breite Masse war natürlich zu Recht begeistert von diesem mega krassen Set. Auf jeden Fall. Und nicht nur, dass wir auch sehr gut gezogen haben, auch die restlichen Karten, die das Set zu bieten hat, waren ja wirklich einfach nur der Hammer. Also wir haben wirklich so viele Themendecks, gerade alte Themendecks, haben so viel benötigten Support bekommen durch das Set. Und ja, passend dazu haben wir auch dann die Kommentare rausgesucht. Genau, geradezu und dann auch die vielen Sachen aus den Link Wayne's Packs, die halt noch fehlten bei uns. Genau. Die auch schon Ewigkeiten alt sind, 2 Jahre in Japan draußen sind, die wir alle kennen. Mhm. Den Halkifibrax, wie er bei uns heißt. Genau. Haben viele Leute drauf gewartet, ich nicht, aber gar nicht, gar nichts für. Genau. Und passend dazu haben wir auch dann eure Meinung nochmal in Form von ein paar Kommentaren. Soll ich anfangen? Fangen wir mal an. Okay, ja, genau. So, von dem Tine oder Pine. Mein erstes Video von eurem Kanal gesehen und ich finde es super, sehr super und sehr gut, dass ihr die Effekte vorlest und dann nochmal kurz was zu sagt bzw. erklärt. Werden wir auf alle Fälle noch mehr Videos von euch anschauen. Das geht wahrscheinlich an dich und an Jana vermutlich. Ja, an der Stelle Jana oder auch an Tim, wenn er dann üblicherweise mit dabei ist. Und ja, finde ich auch gut und freut mich auch, dass euch das so gut gefällt, dass wir nochmal ein bisschen was zu den Karten auch nochmal sagen. Mhm. Weil das ist so auch, was ich halt gerne bei einigen Openings tatsächlich vermisse, dass man auch ein paar Worte zu den Karten halt verliert. So strategische Anmerkungen zum Beispiel, wie man die Karten gut integrieren kann, wo sie besonders gut sind, wo sie vielleicht ein bisschen weniger gut sind, wo man drauf achten muss. Von daher freut mich, dass es euch gefällt. Machen wir auf jeden Fall so weiter. Ich meine, das ist auch für euch auf jeden Fall eine hilfreiche Info nochmal am Rande. Wenn wir noch ein paar Worte extra zu den Karten selber halt verlieren. Ja. Dann machen wir mal weiter mit dem Kommentar von Belial TCG. Super Video. Finde euch beide wirklich sehr sympathisch. Gebe ich an Jana gerne so weiter. Bin zwar nicht gerade so wirklich mega im Bilde, welche Karten Yu-Gi-Oh! Krass sind, aber die Packs und Illustrationen sind wirklich beeindruckend schön. Da hat er recht. Kann ich dem auch wirklich nur zustimmen. Wirklich schöne Artworks dabei, die Karten. Ja, und ich habe es ja auch im Opening auch schon selber gesagt, ich fand es halt cool, dass in dem Dual Overload tatsächlich auch die Booster-Designs mal wieder ein bisschen variiert haben. Denn wir haben ja tatsächlich in den meisten Hauptsets zumindest immer nur dasselbe fixe Artwork von der Coverkarte. Genau. Und halt bei den üblichen restlichen Boostern haben wir halt immer auch nur auch das gleiche Design. Auch da ist halt meistens irgendwie 3 oder 4 Monster drauf und dann war es genau, das ist halt so ein bisschen monoton von der Variation, aber auch halt grundsätzlich die Artwork selber halt von den vielen Karten gefallen mir wirklich sehr, sehr gut. Die sind wirklich sehr gut gelungen. Also da geht Yu-Gi-Oh! Auch tatsächlich in eine richtige Richtung, weil man also viele von euch kennen es ja. Yu-Gi-Oh! Wird wirklich als Kinderkartenspiel mehr oder weniger halt verteufelt, was aber absolut nicht der Fall ist. Ne? Also ja, es wird zwar viel von Jüngeren gespielt, weil sie halt auch durch den Anime damals zwar ein bisschen angefixt worden sind, sag ich mal. Aber das Spiel ist ja mittlerweile sehr komplex geworden. Ne? Ja, und von daher, auch vom Design her, lässt man sich auch damit wirklich sehr, sehr viel kreativen Freiraum. Ne? Viele etwas, ja, ernstere Sachen, aber auch so ein paar kindliche Sachen bleiben natürlich auch noch mit vorhanden. Genau. Na, wenn man sich so das aktuelle Plunder Patrol zum Beispiel halt anguckt oder die Streichbuben oder ganz solche genau. Sachen. Na, da sind ja auch wieder so ein paar sehr paniedliche, knuffige Sachen mit dabei, aber auch so ein paar etwas actionlastigere Sachen. Von daher, da muss ich wirklich den Illustrator noch mal wirklich ein großes Lob aussprechen für die vielen coolen Designs. Ja. Dann mach doch mal weiter. Genau, dann ist ein Kommentar von der Nebelkrähe. Ich bin schon mega lange raus aus dem Playstyle, habe aber seit kurzem Duel Links für mich entdeckt. Habe dann auch noch einen Haufen Karten zu Hause, die ich alle mal durchgehen muss, was sie für einen Wert haben. Solltest du auf jeden Fall mal tun. Aktuell spiele ich Shiranui in Duel Links, bin mega gespannt, was noch alles so kommt. Macht weiter so und viel Glück für die Zukunft. Ja, danke, danke. Und Dankeschön. Tatsächlich ist Duel Links eine sehr gute Alternativoption, falls man halt für das Kartenspiel selber A, keine Zeit, B, nicht das Geld dafür übrig hat. Genau. Und einfach auch mal unterwegs ein bisschen halt zocken möchte, um einfach mal ein bisschen auf dem Spiel drin zu bleiben. Und ich weiß halt nicht, wieso gerade das Meta-Verhältnis in Duel Links tatsächlich halt ist, weil da ja auch mittlerweile ja auch Synchros auch stark mit involviert sind in vielen Themendecks oder auch viele Themendecks mit Synchro
halt jetzt auch aufgekommen sind. Aber ja, Shiranui ist tatsächlich auch ein sehr interessantes Themendeck, was man ja, auch auf jeden Fall. Ja, was man auch tatsächlich im Kartenspiel relativ interessant auch so spielen könnte. Ich mag die Zombies ja so oder so. Ja, du bist ja also sowieso ein Zombie-Verfechter vor dem Herrn halt. Ja, ne? Genau. Also, von, da habe ich auch nicht dieses typische Bild von einem Zombie halt. Und die sind ja wirklich auch sehr hübsch auch teilweise. Diese, genau. Dieses Samurai-Thema halt. Ja, ja. Passt auch wirklich eigentlich recht gut da zusammen. Also von daher, ja das kann ich tatsächlich in weiten Teilen wirklich nur so unterschreiben. Ja, zu Duel Links kann ich halt auch nicht viel sagen, kenne ich mich nicht mit aus. Aber trotzdem, weitermachen, wenn es dir Spaß macht, ja, das ist das Wichtigste. Auf jeden Fall. So, den letzten Kommentar für heute lieferte der Young. Nächstes Mal Mal wird Bombe, aber immerhin kommen noch Videos. Vielen Dank dafür. Ja, ihr habt es ja schon mitbekommen, auch bei unseren letzten Spotlights haben wir es ja auch schon gesagt, dass ja momentan alle Events ja komplett abgesagt worden sind von Konami durch die aktuelle Corona-Situation. Ja, aber das soll uns nicht davon abhalten, euch trotzdem halt mit Informationen und interessanten Inhalten zu versorgen. Von daher freut uns und auch sehr gerne. Ja. Und auch besten Dank für das Dankeschön von eurer Seite auf jeden Fall. Ja, das war's dann mit den Kommentaren für dieses Mal. Und jetzt kommen wir zu unserem ersten Hauptthema des heutigen Tages, nämlich der neuen verbotenen Liste, die jetzt vor kurzem gedroppt wurde von Konami. Und ab dem 1. April. Genau. Und da lassen sich auf jeden Fall ein paar sehr interessante Änderungen, auch ein paar sehr nachvollziehbare Änderungen auch erkennen. Und da wollen wir jetzt mal so ein bisschen ins Detail mal reinschauen. Genau. Gucken wir mal drüber. Ja, fangen wir mal mit den verbotenen Karten an. Und zwei nennenswerte Karten, die anstelle, die auch wirklich nachvollziehbar verboten worden sind, sind Schwarzflügel, Dampf der Mantel und aufblühende Blumenzwiebel. Zwei Empfänger, die sich ja wirklich ja, ohne große Probleme ja vom Friedhof halt aus beschwören lassen. Genau. Und dann natürlich halt für sehr, sehr starke Kombinationsspiele mit dem Christron Halki Fibrax halt ermöglichen. Von daher musste man da so ein bisschen Einhalt gebieten, weil sonst würde quasi jeder x-beliebige Spieler einfach nur die ein, zwei Karten mit reinschmeißen und würde dann relativ schnell dann auf irgendwelche Synchro-Combo-Plays halt gegangen. Genau. Das war aber abzusehen, dass das noch kommt, vor, auch für den neuen Master Rule, die auf die gleich noch eingehen. Genau. Das war zu erwarten. Genau. Welche Änderungen haben wir dann sonst noch so, Robert? Dann haben wir noch den Destrudo, der Schauer des verbundenen Drachen, der Lunalichttiger und der Spioral Generalplan. So, wer von euch dann also auch die den Stream von Utrecht oder auch die Turniere von Utrecht verfolgt hat, der Lunalichttiger und der Generalplan, die sind doch sehr berechtigt und es war immer das Gleiche, es war nicht mehr so schön. Genau, beide Karten waren halt sehr starke Combo-Enabler, insbesondere deshalb, weil sie einfach keine harte Once-Per-Turn-Klausel halt haben. Genau. Das heißt, man konnte diese Effekte tatsächlich mehrmals pro Spielzug halt missbrauchen, was ja bei Lunalicht zum Beispiel mit dem Marder in Kombination mit dem Tiger ja ohne große Probleme halt machbar war. Genau. Also von daher auch da mit dem Generalplan, auch da sie hatte keine Beschränkung hatte, war es halt abzusehen, dass es halt irgendwo was in der Richtung halt in diese beiden Decks halt treffen musste. Der Generalplan war halt leicht, den Friedhof zu kriegen mit den Seelen der Magier. Genau. Was auf jeden Fall eine gute Chance eigentlich für euch da draußen ist, weil dadurch dürfte der Preis der Seelen der Magier vielleicht auch wieder ein bisschen runtergehen. Könnte man ja auch mit Dunkler Magier wieder spielen. Genau, weil Dunkler Magier kein wirklich großes Top-Tier-Themendeck halt ist. Und das hat natürlich auch zur Folge, dass die Seelen der Magier natürlich jetzt wieder erstmal alle wieder auf den Markt geworfen werden. Ja, genau. Und von daher haben wir da durchaus vielleicht sogar eine Chance, dass jetzt die Karte wieder ein bisschen günstiger wird. Ja. Gut, dann machen wir mal weiter mit den limitierten Karten, die jetzt neu. Darf ich mit den ersten beiden anfangen? Aber natürlich darfst du. Die ersten beiden, die auf dieser Liste jetzt draufstehen, sind einmal der Gefahr Wolpertinger und der Gefahr Tsuchinoko. Ich muss ehrlich sagen, ich finde es sehr schade. Ich mag die Gefahrmonster. es ist berechtigt auf jeden Fall, dass die drei, die man halt in jedem Deck spielen kann, die halt beschwören, die Nessie, der Wolpertinger und der Tsuchinoko, dass die jetzt auf 1 sind. Ich hoffe, sie bleiben da und werden nicht verboten. Dann kann man sie zumindest noch ein bisschen benutzen. Und das ist richtig. Ja, man hat einfach in vielen Decks mittlerweile gesehen, dass Nessie, Tsuchinoko und Wolpertinger einfach mit reingeschmissen worden sind, um einfach mal ein bisschen extra Karten ziehen zu können oder um halt wirklich sie gegenseitig suchen und beschwören lassen zu können. Hat zu vielen Decks einfach zu einfache Plays ermöglicht. Und von daher war es da auch jetzt abzusehen, dass da die beiden Karten mindestens halt noch irgendwie eingeschränkt werden. Ich meine, sowas wie der Bigfoot zum Beispiel oder der Donnervogel macht ja nicht ganz so viel Ärger, weil sie ja nur Karten zerstören. Er ist halt so für kombolastige Decks nicht ganz so wichtig. Richtig. Deshalb. Ja, ist es da auch eigentlich auch nachvollziehbar, dass es halt nur die beiden getroffen hat. Mhm. Ja, dann haben wir, ein bisschen überraschenderweise muss ich tatsächlich sagen, den ABC Drachenbuster. Aber da will man wahrscheinlich einfach nur verhindern, dass da wieder ABC-Combo-Plays mit drei ABC-Drachenbuster halt aufkommen. Von daher da nur die Vermutung. Interessant sind aber auf jeden Fall die beiden nächsten Synchromonster, die verboten worden sind, nämlich der TG. Der limitiert worden, Entschuldigung. Der TG Hyperbibliothekar und Trischula Drache der Eisbarriere.
Das dürften wahrscheinlich so auf dem Synchro-Gebiet zwei der stärksten und wichtigsten Monster sein, insbesondere in Kombination mit der neuen Master Rule. Mhm. Da hier der Schritt, die beiden zu limitieren, vielleicht gar nicht mal unbedingt ausreichend, denn trotz alledem kann man beide Karten noch wirklich sehr, sehr gut missbrauchen. Ja, gerade der Bibliothekar, der kann schon schlimm daherkommen, kann viel enablen. Mhm. Deswegen... Wir warten einfach mal ab, falls dann wieder irgendwelche Events halt stattfinden, vorrangig wahrscheinlich im Moment erstmal nur Online-Events und sich halt rausstellen sollte, dass der Bibliothekar einfach zu sehr immer noch missbraucht werden kann, auch wenn er halt nur auf 1 ist, dann wird über kurz oder lang der Kollege, denke ich mal, auch dann ganz aus dem Spiel erstmal vorübergehend verschwinden. Ja, genau. Aber wir warten tatsächlich erstmal ab. Ja. Gut, dann geht es mal weiter mit einem Exceed-Monster, beziehungsweise zwei Exceed-Monster. Da haben wir zum einen krötelig umwerfend und den Zodiac Drachzack. Ja, zu dem Drachzack auch noch das Zodiac Speerfeuer, was auch wieder auf 1 gekommen ist. Also jetzt auch auf 1 runtergegangen ist, weil der Drachzack wieder da ist. Genau. Soll dem ganzen Zodiac-Thema wieder ein bisschen auf die Beine helfen, wieder ein bisschen mitspielen zu können. Wird sich jetzt mal zeigen, inwiefern das auch tatsächlich der Fall sein wird. Also dieser Tausch halt Drachzack gegen Speerfeuer finde ich sogar tatsächlich sehr fair. Ja, doch. Weil der Drachzack alleine, der hat ja nicht so viele schlimme Sachen gemacht. Das ist richtig. Der Speerfeuer. In Kombination mit dem Speerfeuer war es halt schon ein bisschen gefährlicher. Ja, jetzt so ist okay. So, lasst euch mal dafür auf jeden Fall ganz gut mitspielen, ohne da wirklich übermäßig viel Unsinn treiben zu können. Ja, dann haben wir noch zwei Zauberkarten, die jetzt limitiert worden sind. Zum einen die Instant-Fusion, zum anderen die Gedankenkontrolle. Ja, so Gedankenkontrolle finde ich sehr schade, habe ich gerne gespielt. Ich spiele gerne Decks, die als zweites gehen wollen. Mhm. Instant-Fusion war mit der neuen Master Rule auch zu erwarten. Ja. Es kommt nicht überraschend. Die ist einfach zu gut mit den ganzen Fusionsmonstern, die man damit jetzt holen kann. Millennium-äugiges Opfer, der schlammige Schlammdrache, den man da sogar noch für einige Combo-Plays nutzen kann. Mhm. Generell alle Monster der Stufe 4 oder 5, die gerne für Exceed oder Synchro-Plays gebraucht worden sind. Und halt die Einser für Exceed. Oder die Einser für Exceed oder auch für Linkbeschwörung aller Linkuribo, Almirage oder auch das neue. Neue aufgegebene Seele zum Beispiel. Ganz ist auch ein sehr guter Kandidat. Deswegen, da der nicht unerwartet hat, die Instant-Fusion auch auf 1 runter. Ja. Ja, dann kommen wir zu einem Dauergast im Pendelspiel, was zumindest die Anzahl der Limitierung halt angeht. Nämlich bei den semi-limitierten Karten haben wir den Schicksalshelden Malicious wieder zu Gast. Genau, der ist, finde ich ganz gut, dass er jetzt auf 2 ist. Dann kann man ihn nicht ganz so viel hin und her spielen, nicht so viel missbrauchen. Ja. Für die Hero-Decks wird es tatsächlich noch ausreichend sein, die noch zweimal drin zu haben. Also für ein, zwei Kombinationen dürften zwei mehr als genug sein, ohne übermäßig übertreiben zu können oder zu müssen. Auf der anderen Seite kann man ihn halt nicht mehr in irgendwelche beliebigen Decks halt reinwerfen als Link-Futter, um halt wirklich dann auf zwei oder drei Link-Stufen mehr oder weniger zu kommen. Genau. Von daher, die Semi-Limitierung war auch nicht überraschend und auch zu erwarten und auch vollkommen gerechtfertigt, würde ich tatsächlich halt sagen. Genau. Ja, aber wir haben noch eine zweite Änderung bei den Semi-Limitierten, nämlich der Himmelsjäger-Mäche-Witwenanker ist auf 2 gegangen, so als kleines Geschenk für das Himmelsjäger-Deck, was ja mehr oder weniger verschwunden ist aus dem Turniergeschehen, zumindest vor der Corona-Phase. Genau. Ob das jetzt so viel ausmacht, sei mal dahingestellt. Sehen wir dann die eine Karte. Genau. Ja. Gut. Dann haben wir noch die unlimitierten Karten jetzt neuerdings. Da haben wir jetzt 4 Änderungen insgesamt. Mhm. Und ja, die erste Änderung, die wir hier erwähnen wollen, die Tiefseetaucherin, ist tatsächlich ein bisschen mehr Richtung Zukunft halt gerichtet, ist ein bisschen Support für das Nixon-Rüstung-Deck. Aber auf der anderen Seite erwarten wir auch in den kommenden Sets auch Support für das Tiefseetaucher-Themendeck selber halt. Also Tiefsee-Monster kriegen ein eigenes Themendeck. Mhm. Und da macht es natürlich auch Sinn, die Ursprungskarte oder die Kernkarte nochmal wieder auf 3 zu setzen. Ganz genau. Ja, aber wir haben auch noch eine weitere Änderung, die mich besonders halt sehr, sehr freut. Ich sehe es hier gerade, es ist das Gesicht des Todes. Ja. Da freut er sich, der Dirk. Ja, also ich freue mich da halt persönlich halt für meinen Metaphysisch-Decker drüber. Ganz genau. Weil es dem Deck noch einen kleinen extra Schub halt gibt. Aber auch andere Decks, die halt versuchen wollen, mehr oder weniger ein Deckout beim Gegner zu erzwingen, werden sich über Gesicht des Todes halt freuen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das halt übermäßig stark ausgenutzt wird oder auch ausnutzbar ist tatsächlich, um wirklich auf solche Deckout-Decks halt zu gehen. Weil man tatsächlich mit den ganzen Handfallen, die nach wie vor noch auf voller Stecke rumlaufen, immer noch ganz gut zwischenfunken kann, um wirklich solche Kombos halt zu unterbinden. Von daher, ich sehe da kein großes Risiko, das Gesicht des Todes auf 3 zu bringen. Von daher auch warten wir da einfach mal ab, wie sich das Ganze halt entwickelt. Genau. Ja, dann haben wir aber noch eine Änderung. Ja, dann haben wir noch die Spiralausrüstung Drohne. Mhm. Das ist mit dem Masterplan oder dem Generalplan, der jetzt auf 0 gegangen ist, was du nicht mehr spielen darf, ist die Drohne, denke ich, jetzt nicht mehr so gefährlich. Dann. Genau. Ja, die Kombos sind dann nicht mehr so schlimm. Das ist auch ganz okay. Ja, und als letzte Änderung auf der Liste haben wir den Topf der Trägheit, der jetzt auch wieder auf 3 erlaubt ist, nachdem er ja mit der letzten Liste ja auf 1 gegangen ist, erstmal so genau. Versuchshalber.
aber da mittlerweile oder im Moment bisher noch kein wirkliches Deck die Karte ausgenutzt hat oder sie wirklich gut ausnutzen konnte, um wirklich Kartenvorteil zu generieren. Und man muss auch dazu sagen, sie ist halt gut auskonterbar mit Karten wie DD Krea oder ähnliches. Dem Ruf der Gejagten. Ruf der Gejagten oder Ruf der Gejagten. Vom Grab gerufen. Vom Grab gerufen, genau. Ja, ja. Also weil man sie halt relativ gut auskontern kann, ist es halt, glaube ich, auch nicht so übermäßig tragisch, dass tatsächlich diese Karte jetzt auch auf 3 wieder rumläuft. Also das wird auch keiner großartig ausnutzen, denke ich mal im Moment zumindest nicht so, dass es auf einem kompetitiven Level wirklich zu großen Problemen halt führt. Und wenn doch, dann wird die wieder verboten. Und dann ja, von daher ist die auch wieder weg. Genau, wir warten einfach mal, wie sich das Ganze halt entwickelt. Aber da auf jeden Fall ein paar sehr interessante Änderungen, die aber auch größtenteils zu erwarten waren angesichts des neuen Formates, das uns ja leider nicht in der breiten Masse auf dem freien Feld in den ganzen Läden halt erwartet, aber zumindest erstmal online. Ja, jetzt, genau. Zur neuen Master Rule sagen wir dann einfach direkt mal was. Ja, würde ich halt ändern. Genau. Ja. Also die neue Master Rule, die jetzt auch gültig seit dem 1. April 2020, besagt Folgendes, und das ist wirklich eine sehr kleine, aber wirklich sehr, sehr bedeutende Änderung, muss man tatsächlich halt sagen, zumindest für einige Themendecks, ist, dass Extra-Deck-Monster, und zwar nur die Exceed, Synchro- und Fusionsmonster nicht mehr in eine gelinkte Zone bzw. in eine Extra-Monster-Zone beschoren werden müssen, sondern jetzt wieder beliebig in eine freie Main-Monster-Zone des eigenen Spielfeldes beschoren werden dürfen. Ja. Was natürlich für gerade solche Themendecks, die verstärkt auf Synchro, Exceed und Fusion halt setzen, natürlich einfach eine Jubelnachricht ist. Genau, es ist eine Erleichterung. Die müssen nicht mehr über Link-Monster spielen. Genau. Na, man hat zwar halt versucht, über Link-Monster da so ein bisschen alten Themendecks auf die Sprünge zu helfen, aber es gibt über die Jahre hinweg, haben sich ja wirklich so viele Themendecks halt rauskristallisiert, die auch extra Decks halt brauchen. Und da schafft man es einfach nicht, ein faires Link-Monster zu kreieren, was diesem Themendeck wieder auf die Beine hilft. Deswegen, genau. Hat Konami sich jetzt halt für den Weg entschieden, wirklich die letzte Master-Rule-Änderung ein bisschen zu lockern und dann in den Fusions-, Synchro- und Exceed-Monstern wieder ein paar mehr Freiheiten zu gewährleisten. Mhm. Für die Pendel- und Link-Monster wiederum ändert sich tatsächlich halt nichts. Das heißt, Link-Monster müssen nach wie vor erst in eine Extra-Monster-Zone bzw. dann in eine gelinkte Zone beschworen werden. Also da ändert sich tatsächlich vom Verhalten her nichts. Bei Pendel-Monstern ist es halt genauso. Auch die müssen, wenn sie halt aus dem Extra-Deck beschworen werden, auch in eine gelinkte Zone bzw. in die Extra-Monster-Zone beschworen werden. Also von daher, da passiert nichts. Also von daher werden Pendel-Decks da nicht wirklich gestärkt oder auch geschwächt, muss man tatsächlich halt sagen. Was ja im Endeffekt auch der Grund war, warum das Link-Format eingeführt wurde, um die Pendel-Decks zu schwächen. Genau. Und von daher hat man sich halt dazu entschieden, die Pendel-Monster halt unangetastet zu lassen von dieser Regelung. Genau. Und einfach nur den ganzen anderen Monster-Typen aus dem Extra-Deck einfach entsprechend diesen kleinen die Freiheiten wieder zu geben. Genau. Ja. Genau. Was bedeutet das jetzt im konkreten Fall? Also Themendecks, die wie gesagt mehr auf das Extra-Deck setzen und halt nicht Pendel- oder Link-lastig sind, werden dann wieder gestärkt. Das sind so Sachen wie DDD, Kuscheltiere, die ja sehr stark auf Fusionen halt gehen und da auch sehr gerne mal... Die konnten aber trotzdem auch unter Link-Format noch Die konnten noch und können jetzt natürlich noch besser. Genau. Aber auch so Sachen wie verschiedene Synchro-Variationen, also Synchro-Spam ist tatsächlich wieder uneingeschränkt möglich. Mhm. Auch Decks wie Schattenpuppe, was ja auch durch das Structure-Deck ja vor kurzem ja auch wieder zu neuem Leben quasi halt gefunden hat, ist jetzt auch wieder ein bisschen bevorteilt. Gerade solche Themendecks werden jetzt wieder öfter zu sehen sein. Das heißt, man kann wieder mehr experimentieren mit solchen Themendecks. Gladiator-Ungeheuer kann wieder uneingeschränkt laufen, weil die auch mit der Link-Regelung auch nicht so extrem eingeschränkt war. Ja, trotzdem, ich denke, dass sie wieder zu sehen sind. Genau, aber wie gesagt, da gibt es halt noch viel, viele mehr Themendecks, die tatsächlich jetzt wieder spielbar geworden sind, ohne dass man da wirklich großartig nacharbeiten muss, was zumindest halt den Deckbau angeht, beziehungsweise durch die Verstärkung von einem Link-Monster. Mhm. Von daher bin ich da mal echt gespannt, wie kreativ die Leute jetzt auch wieder werden, da wieder ihre alten Decks hervorzukramen. Sobald die dann die Turniersaison wieder losgeht, sobald das dann wieder möglich ist. Genau, wird es auf jeden Fall spannend, sich mal die Turnierlandschaft anzugucken, weil da wirklich, wirklich sehr, sehr viel rumlaufen wird an verschiedenen Decks. Auf jeden Fall. Also da bin ich echt mal schon neugierig, wenn es dann wieder soweit ist und wieder wir mehr live sehen können auf Turnieren halt. Aber bis dahin müssen wir uns leider noch ein bisschen gedulden. Wir hoffen mal, dass wir da nicht allzu lange halt in unserer Quarantänepause mehr oder weniger bleiben müssen. Ja, genau. Na, vor allem, weil ja noch ein paar Produkte in den Startlöchern halt stehen, die auch teilweise sehr verschoben worden sind. Genau. Also, von daher hoffen wir einfach mal, dass es da bald mal wieder weitergeht. Bis dahin, vertreiben wir euch erstmal noch anderweitig die Zeit hier auf dem Kanal. Und anderweitig die Zeit vertreiben ist natürlich ein gutes Stichwort. Der ein oder andere wird es schon auf unserem Kanal gesehen haben. Wir haben jetzt aktuell ausweichend zu unserem normalen Local-Stream, haben wir jetzt einen Quarantäne-Stream quasi für euch eingerichtet. Ja, haben wir. Wo wir jetzt samstags in der Übergangsphase, wo natürlich keiner auf die Turniere gehen kann, weil keine stattfinden, jeden Samstag ab 14 Uhr für euch einen Livestream bereitstellen, wo wir dann mit ein paar interessanten Decks
euch ein paar interessante Matches zeigen. Also von daher, schaltet da gerne mal auf unserem Livestream nächsten Samstag rein. 14 Uhr geht's los auf twitch.tv/traderonlinevideo. Wir hoffen euch natürlich zahlreich dort begleiten und unterhalten zu können. Ja, viel Spaß dabei. Genau. Und jetzt seid ihr natürlich wieder gefragt. Was haltet ihr von den Änderungen auf der Bandlist und auch zur der neuen Master Rule? Schreibt mal fleißig Kommentare unter diesem Video. Ja, dann danke Robert fürs heute wieder aushelfen. Danke fürs dabei sein. Ja, sehr gerne. Und dann sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Tschüss.